Kommt Hildegard jetzt etwa doch schon eher? Aber wir hatten doch noch so viel vor. Warum daraus jetzt wahrscheinlich nichts mehr wird? Das erzählen wir euch jetzt. Viel Spaß. Hallo. Hallöchen, da sind wir wieder. Genau. Mal gucken, wie lange noch. Na, also bitte. Naja, es könnte sein, dass ihr vielleicht, sagen wir mal, in den nächsten 2 Wochen kein Video von uns erhaltet, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, zum Beispiel mit der Geburt unserer Tochter. Ja, ja, genau. Dabei hatten wir gedacht, ach Mensch, so ein paar Wöchlein haben wir ja noch Zeit, können wir ja noch ins Kino gehen, zum Wellness, also ein bisschen traute Zweisamkeit oder Dreisamkeit genießen. Aber es könnte sein, dass es dazu dann nicht mehr kommen wird. Stimmt, aber ich bin sehr froh, dass wir zumindest das mit dem Nestbau abgeschlossen haben, dass wir da jetzt schon total safe sind. Weil ich vermute mal, dass wir dazu nicht kommen, sollte Hildegard da sein, dann wären wir schon spät dran gewesen. Ja, ne? Und so ist es schon ganz gut und jetzt können wir eigentlich nur noch Tag für Tag hoffen und... Ja, wir müssen euch die Hintergründe natürlich ein bisschen erklären, weil ihr fragt natürlich, wie kommen die denn drauf, dass dieses Kind jetzt... Ich wollte so Spannungsboden aufbauen. Ach so, Spannungsboden. Ja, ich wieder komplett zerstört. Macht ja nichts. So, aber es wird ein kurzes Video erzählen. Ja, genau, wir wollten uns kurz und knapp halten. Die das Zeit stimmt. Ist... ne? Stimmt. Die Zeit ist ja, wer weiß, ne? Also passiert es jetzt direkt jetzt, ne? So. Nee, passiert tut hier nicht. Also so spontan wahrscheinlich eher nicht. Nein. Also auch wenn wir uns das gewünscht hatten. Aber es ist folgendermaßen, dass ich sehr, sehr wenig Fruchtwasser habe im Moment. Also habe ich alles ausgetrunken. Du hast die Minibar geleert. Nein, das hat uns schon die letzten Wochen begleitet, dass das irgendwie immer so ein bisschen eine untere Norm war. Und jetzt ist diese untere Norm auch noch unterschritten. Und jetzt werden die Ärzte langsam so ein bisschen nervös und sagen sich, ja, was soll das Kind dann trinken? Wovon soll sich das Kind ernähren, wenn da nicht mehr so viel irgendwie im Angebot ist? Ja. Und deswegen sind wir jetzt jeden Tag in der Klinik. Und alle Menschen, die uns auf Instagram folgen, werden sich gedacht haben, Mensch, ist das ruhig bei denen? Ja. Ja, klar. Also, weil wir tatsächlich jetzt mit anderen Dingen beschäftigt sind und gucken müssen, wie jetzt so jeder Tag sich gestaltet. Also es kann tatsächlich sein, dass wir nächste Woche schon sagen, Hallöchen, da ist unsere kleine Hildegard oder übernächste Woche auch erst. Klar, die Ärzte versuchen jetzt irgendwie das Baby so lange im Bauch zu lassen, wie es geht. Weil jeder Tag ist natürlich Gold wert irgendwie, aber wenn es dann irgendwann nicht mehr geht... Dass es kein Frühchen wird, und dass sie gut versorgt ist in meinem Bauch. Im Moment ist alles gut, also ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen. Gut, dass du das nochmal sagst, da muss ich mir keine Sorgen machen. Alles im grünen Bereich. Ich muss ja immer meine Frau irgendwie beobachten. Nein, ich bin total cool. Die wäre ja froh, wenn ich 24 Stunden überwacht werden würde. Und nicht nur einmal am Tag in die Klinik, das ist ja viel zu wenig. Wie, die schicken uns jetzt wieder nach Hause und wir sollen nach Hause und überhaupt? Ich meine, Nee, also der Hildegard geht's gut. Irgendwie mir geht's auch gut. Das ist ja das Kuriose. Sieht sie nicht schon wieder blendend aus? Also eigentlich immer. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur, wenn die Kamera... Also bei mir ist es ja so, die Kamera geht an und ich sehe einigermaßen aus. Und dann, also du stehst auf das und du siehst... Das ist die rosa-rote Brille. Nein, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Du siehst einfach hammermäßig aus. Vielen Dank. Nee, das Kuriose ist, ich fühle mich ja auch gut. Also ich fühle mich fit, ich fühle mich fidel. Und es ist ja auch alles, sagen wir mal, im grünen Bereich, ne? So was die Ärzte irgendwie so sehen können. Und trotzdem ist es immer so ein bisschen, man ist so ein bisschen wie auf heißen Kohlen und denkt sich, naja, mal gucken, ob sie jetzt morgen sagen, dass es dann doch anders ist oder übermorgen sagen oder überübermorgen sagen. Es ist halt echt so, man ist so ein bisschen wie auf dem Sprung, ne? So fühlst du dich auch gerade, ne? Du bist ein bisschen wie so ein Tiger im Käfig. Total. Wie so weiß, wo er hinlaufen soll. Verbrennt Fett. In dem Zustand befinden wir uns gerade. Ja. Und das ist super spannend, weil wir nicht so richtig wissen, wo die Reise hingeht. Und raus. Na, raus auf jeden Fall. Ja, die Richtung ist klar. Wie, wissen wir natürlich auch noch nicht, ne? Und da ist natürlich so ein bisschen dadurch, dass es noch... Jetzt klingelt das. Ich glaube, dass der Postbote unterbricht uns in unserem Video. Hildegard klingelt. Ja, dann ist sie schon. Das war aber eine leichte Geburt. Die kommt per Post dieses Mal. Einfach klingeln und schon ist das Kind da. Klingelung ist das Kind da. Ja, gut. Das hat die Natur anders geplant. Ja, das stimmt schon. Also ich versuche mich auch immer wieder runterzufahren. Aber es fällt dir schwer, ne?
Ja, ich bin ja eh ein sehr temperamentvoller Mensch, der ja eh schon nicht so runtergefahren ist, ja. Und wenn ich dann noch irgendwie so Piekser bekomme, also so Anreize bekomme, durchzuknallen, ja. Dann nimmst du das vom dann, Hören mit. Ja, dann, nee, ich versuche das schon, weil ich will ja cool sein, ich will ja auch dir so ein bisschen die Angst nehmen. Du musst keine Angst haben. So. Ich bin an deiner Seite und das wird alles hervorragend. Nein, natürlich wird alles gut zum Schluss. Irgendwie. Also ich meine, erinnere dich daran, wie cool wir als Team zusammengearbeitet haben nach der Geburt von und auch während der Geburt. Aber danach war es extrem wichtig. Das werden wir auch wieder wuppen. Gar keine Frage. Mit Sicherheit. Also ich bin auch noch tiefenentspannt. Also noch ist so extrem tiefenentspannt. Also denke, ach, das wird schon. Also wenn man sich solche Hormone spritzen könnte, sage ich immer, dann ich bräuchte sie. Ja. Ich könnte sie gut gebrauchen. Nein, also ich reiße mich zusammen. Und dann wird das schon. Lass uns die Tasche packen. Ja. Wir werden euch mal. Ja, solche Dinge sollten wir jetzt gut, mal. Gut, dass ich nochmal geduscht habe. Ja, dieses Wochenende werden wir das auf jeden Fall nochmal angehen. Also, wenn wir da zwischen den Terminen in der Klinik Zeit finden. Es ist ja auch diese Vorfreude, die mich so anpiekst. Das ist ja nicht nur irgendwie die Aufregung, sondern es ist so. Ja, es ist wie kurz vor Weihnachten. Oder kurz das ist auch so. Das ist auch so unwirklich, ne? Wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie nächste Woche ist unser Kind da. Dann denke ich auch so, so, ne? Ja, es ist schön. Ja, und dann immer dieses under control irgendwie jeden Tag. Ja, und dann immer so geguckt, ob alles irgendwie cool ist. Das ist auch schön, das ist wichtig. Also es ist wichtig für die Sicherheit und für das Gefühl. Ja, also es ist so eine Mischung irgendwie von allem, ne? Und wir werden vor allem große laufen. Freude, aber Vorfreude, auch natürlich, ja, sehr große absolute Vorfreude. Aber natürlich auch so ein bisschen, weil man nicht weiß, was jetzt passiert. Bisschen Schiss, beides. Ja. Ne? Ja. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Seid uns nicht böse, falls ihr nächsten Freitag kein Video bekommt. Guckt die ganz ersten Videos oder so. Guckt euch die alten Videos schon mal an. Ich gucke auch bei Grey's Anatomy immer die alten Folgen nochmal an. Oder Sex und City. Und ihr könnt ja mal bei Instagram reinschauen. Ab und zu ist dann vielleicht auch mal irgendwie eine Story von uns oder so. Oder ja, du meldest dich irgendwie. Ich melde mich mal dann. Dann seid ihr da vielleicht auch im Bilde, was da gerade so bei uns läuft. Ne? Wir gucken mal. Ja. Ja, vielleicht bleibst du auch ganz so ruhig an der Babyfront. Schönes Wochenende euch. Ja. Und bis dann. So nennt man das. Ah! Bis dann, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das ist wirklich fantastisch aus. Vielen Dank. Ja, wirklich, das sage ich dir. Dein neues T-Shirt ist super, finde ich. Farbe ist schön. Komm mal aus. Ja, ja.